So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es ein wenig um das Thema Supplements gehen im Fitnessbereich. Und zwar vorab mal gesagt, was sind überhaupt Supplements? Supplements sind Nahrungsergänzungsmittel. Wie der Name schon sagt, die sollen die Nahrung ergänzen. Sprich, welche Supplements braucht ihr eigentlich? Nun, eigentlich sagt der Name ja schon selber, eigentlich braucht ihr gar keine. Denn würdet ihr euch ausgewogen ernähren und, sagen wir mal, auf euren täglichen Eiweißgehalt kommen, braucht ihr auch kein Eiweiß zu supplementieren. Wenn ich jetzt aber, was meistens der Fall ist, nicht so viel Fleisch esse oder und nicht auf meinen täglichen Eiweißgehalt komme, dann müsste ich natürlich ein oder zwei Shakes am Tag trinken. Und so geht es mit jedem Produkt. Ich meine, die meisten supplementieren auch Kreatin. Würden wir jetzt theoretisch 1 Kilo Rindfleisch essen, rotes Fleisch, was sowieso nicht gesund ist, aber würden wir es machen, hätten wir unsere tägliche Dosis an Kreatin. In einem Kilo Rindfleisch sind in etwa 5 Gramm Kreatin enthalten. Und das spiegelt sich auf alle Produkte wider. Ich meine, ernährt ihr euch ausgewogen und vitaminreich, braucht ihr auch keine Vitamine zu supplementieren. Im Endeffekt müsst ihr eure Ernährung anpassen, schauen, was ihr zu euch nehmt und im Endeffekt dann auch nur die Produkte supplementieren, die euch fehlen in eurer derzeitigen Ernährungsphase. Ich meine, ich komme natürlich auch nicht allein durch meine Ernährung auf meinen Eiweißgehalt. Deswegen, welche Supplements sind meiner Meinung nach sinnvoll? Ich habe hier von Zech Plus das Eiweiß. Welche Firma ihr im Endeffekt vertraut, das ist doch ganz euch überlassen. Ich habe nur Produkte von Zech Plus mittlerweile. Aber im Endeffekt könnt ihr euch ja auch selber ausrechnen, wie viel Eiweiß ihr am Tag zu euch genommen habt, wie viel Eiweiß ihr in etwa zu euch nehmen werdet und dann noch ein oder zwei Shakes am Tag dazu trinken. Das sollte dann auch reichen. Kreatin AKG habe ich auch noch von Zech Plus und wer möchte, könnte meiner Meinung nach noch BCAAs einnehmen, aber an sich nicht mehr Supplements, um Muskeln aufzubauen. Ihr wisst doch selber, im Endeffekt hängt euer Muskelaufbau nur von eurer Ernährung ab. Zumindest zu 80%, 20% würde ich sagen, meiner Meinung nach, hängt da noch am Training. Aber ihr kennt das Sprichwort, du bist, was du isst. Und im Endeffekt, wenn du scheiße isst, wirst du scheiße aussehen. Und wenn du dich perfekt ernährst, wirst du auch relativ gut aussehen. Ich meine, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt verstanden und ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was Supplements überhaupt sind. Weil die meisten sich von vornherein einfach mal denken, oh, welches Supplement soll ich einnehmen, welches Eiweiß und so weiter und so fort. Aber wenn ihr genügend esst, braucht ihr überhaupt gar nichts einnehmen. In diesem Sinne, folgt mir auf Instagram. Und bis zum nächsten Video. Peace.